Rolle aufheben und an den Beamer dranhängen. Über der Kurbel. Und dann ist daneben so ein Knopf und den müsstest du drücken. Es ist ziemlich zugefroren hier. Es ist kalt. Das ist verkackt, ich darf nicht eh drücken. Ich muss den Knopf drücken. Es ist kalt, Louis. Louis. Mir ist kalt. Ja, was muss ich drücken? Ah, jetzt läuft's. Hallo? Ja, ich bin hier, es ist kalt. Sag mir, was ich tun muss. Weiß beginnt. Auf geht's. Was muss ich bei Weiß machen? Das Plakat ist noch weiß. Ja, bei mir wird's ja auch ganz schön weiß. Ja, tut sich nichts. Hast du den Knopf gedrückt? Welchen Knopf? Am Generator. Also an diesem Beamer. Da ist doch noch ein Knopf dran, den man drücken muss. Also bei mir hat sich die Kurbel gedreht, aber es hat dies genutzt. Okay. Da ist doch neben der Kurbel noch so ein kleiner schwarzer Knopf, den sieht man kaum. Links neben der Kurbel. Jetzt? Ach Gott! Ist der Kleine, jetzt funktioniert der Film. Jetzt bin ich fast zugefroren. Beeil dich mal jetzt. Was muss ich machen? Ja, warte. Also. Muss. Ich stehe auf der weißen Seite. Zwei Felder nach vorne bewegen. Welcher? Von rechts ist der vierte. Rechts nach links der vierte. Musst du zwei Felder nach vorne bewegen, den Bauern. Und auf der gleichen Höhe, hab den ich. Schwarzen, musst du auch zwei Felder bewegen. Wen? Den schwarzen Bauer. Auf gleicher Seite den schwarzen. Alter, hab ich. Jetzt musst du den rechts neben dem König, den Springer, zwei Felder links neben den Bauern von weiß tun. Und dann musst du den schwarzen Bauern ein Feld nach vorne tun, von links den zweiten. Da musst du den König rechts unten in der Ecke neben den ersten Bauern, den du gesetzt hast, bewegen. Da musst du ein Pferd von schwarz bewegen und jetzt ist der Film aus. Okay, nachdem ich den Läufer bewegt habe, ist alles wieder resettet worden. Ich glaube, ich habe ihn falsch bewegt. Ich kann den Knopf nicht drücken. Warte mal, angenommen, ich mache jetzt mal so. Ach so, schwarz ist dran. So, jetzt geht der Film wieder an. So, der erste Bauer von rechts nach links, der vierte. Den musst du ein Feld nach vorne bewegen. Okay, ich glaube, das ist falsch. Warte, ja, von rechts der vierte. Zwei Felder nach vorne. Zwei Felder nach vorne. Den genau gegenüberliegenden genau auch zwei. Den gegenüberliegenden Bauer, den musst du auch zwei Felder nach vorne machen. Da musst du links, rechts neben dem König ist die Königin. Wohin? Und rechts daneben ist ein komischer Teil. Den musst du zwei Felder links neben den Bauern setzen. Neben weiß oder schwarz? Weiß. Ja, hat geklappt. Jetzt schwarz. So. Dann musst du ein ich weiß jetzt nicht mit deiner Folge. Ich hoffe, das hört gleich auf. Okay. Ja. Froze to death. Okay, also wenn ich hier falsche Moves mache, dann resettet sich das Schachfeld eh wieder. Oh. Also müssen wir richtig die Moves machen. Okay. Also, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ja. Ich weiß jetzt, wie der Generator angeht. Kurbel drehen, dann den Knopf drücken. Genau. Oh. Das ist anstrengend. Vor allem, wenn man nicht sieht. Das sieht schön aus, wie der Bildschirm zufriert. Das ist tricky, weil das im Generator geht so schnell. Das glaubst Gut, du gar nicht. Ich bin jetzt draußen. So jetzt brauche ich mich nicht umschauen. Ich mache jetzt direkt hier den Strom an. Pass auf. Genau, und während du den Strom anmachst, mache ich die Filmmaschine an. Fuck. Willst du mich verarschen? Ich mache 0 und verliere den Film. Eins. Zwei. Drei. So, Kurbel drehen. So, Strom ist an. Luis, dein Part.
Film läuft. So, ich habe den weißen Bauer vorgemacht, den schwarzen Bauer vorgemacht und den Läufer vorgemacht. Nächster Schritt, gut, schwarz. Das ist gut. Warte, ich muss jetzt mal abwarten. Ist ja nicht so, als wenn die schon ge... Das heißt, das spielt sich ab. Okay. So, den Läufer hast du vor, jetzt schwarz. Von links der zweite Bauer ein Feld nach vorne. Und dann unser König... Nee, das war falsch. Warte, ich habe die falsche Seite genommen. Also der Bauer wieder zwei vor, der Bauer wieder zwei vor. Das ist gar nicht mehr so viel. Der Läufer auf die Höhe und dann der zweite von links eins vor. Ja, hab ihn. Okay. Ja. Jetzt ist wieder weiß dran. Jetzt musst du den Film anspielen. Du musst den König drei Felder schräg nach rechts oben. Also zwei. Ach so, warte. Zwei Felder schräg. Den. Eins, zwei. Dann steht er zwischen den Bauern, also eine Etage tiefer als der Bauer, so zwischen den Bauern halt. Genau. Hab ich. Dann geht's das Pferd, das linke Pferd von den Schwarzen, direkt rechts neben den schwarzen Bauer von ganz links außen. Und dann schiebst du den also, König. Warte, das Pferd soll das ganz rechts an die Wand oder links neben dem Bauer? Rechts neben den Bauern, der da ein Feld vorne steht. Das ist links. Und dann schiebst du, ja. Das ist links. Und dann schiebst du den König so weit nach vorne, oben, bis der den gegnerischen Bauern erreicht. Soll der den schlagen? Schlagen. Wir sind Schachweltmeister. Alter. Wir sind so Profis. Was hat sich jetzt bei dir getan? Ja, die Tür ist aufgegangen. Ich bin durch. Checkpoint reached. Ah, ich bin durch. Hier ist es wieder warm. Ich friere nicht mehr zu Tode. Das war gerade echt knapp. Oh. Au! Okay, ich wurde erstochen. Hä, was? Alles klar. Ich kann hier gerade nichts machen. Wahrscheinlich sind jetzt die Bücher dran. Ja, genau, die Bücher sind jetzt dran. Ich will hier nur kurz herausfinden. Ah. Wegen den Wegen. Ja, doch, ich verstehe das Rätsel. Alles klar. Ich muss dir jetzt die Symbole sagen und du findest das Buch mit genau den Symbolen. Von vorne auf den Büchern. Ja. Okay, das erste Symbol. Das erste Symbol sieht im Prinzip aus wie ein Fuchsgesicht. Also du hast so ein Viereck, was so auf der Ecke steht und so zwei Dreiecke oben dran. Und unten noch so einen geraden Strich. Wie so ein abstrakter und Fuchs. Mit zwei Armen. Nee. Also unten ist ein gerader Strich, ja, aber das würde ich jetzt nicht als Arme bezeichnen. Das sind keine Arme dran an dem Strich. Nein. Hier war dann ein anderes Buch. Also es ist so ein Drachenviereck und so zwei Dreiecke oben dran. Und ist da ein Querstrich auf den geraden Strich unten in der Mitte? Ganz unten ist noch ein horizontaler Strich, ein Querstrich. Aber da ist nichts weiter an dem Strich dran. Einfach nur ein Strich, so als Boden. Sozusagen. Ich kann keine Bücher mehr aufnehmen. Ach, mit E. Ich bin noch dumm. Was ist das zweite Symbol? Das zweite Symbol ist ein Penis. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist definitiv ein Penis. Mit so einem T oben auf der Spitze? Mit so einem kleinen Strich auf der Spitze. Mit, also einem T. Du hast im Prinzip unten zwei, ja, Hoden. Füße. Zwei Hoden sozusagen, dann den großen Stängel, oben einen kleinen Strich dran und die, naja, Eichel ist im Prinzip mit einem Halbbogenstrich abgegrenzt. Hm? Okay. Und das dritte Symbol? Schön. Das dritte Symbol, da hast du im Prinzip so ein... Ja, okay, warte, ich erkläre es stückweise. Du hast erstmal so einen großen Halbkreis, so ein, ja, ein Hügel sieht es fast aus. Und da geht so ein, wie so eine Pusteblume ran. Und oben ist so ein Kreis mit einem geraden Strich durch. Ja. Okay, dann das... Ist für das Symbol ein Kronleuchter sozusagen. Ja, wie dieser Kerzenleuchter, genau. Und dann kommt noch ein Haus. Ja. So ein Strichmenschenhaus. Was? Also so ein Viereck mit einem großen Viereck und zwei kleinen Viereck, wie so ein Gesicht oder sowas. Bei mir ist ein Quadrat, darauf ein Quadrat, darauf ein Viereck und darauf ein Quadrat. Also es ist nicht das Buch. Also das sieht aus wie so ein Haus, wie wenn so ein kleines Kind ein Haus malt, so ein, weißt du? Ja, hab's gefunden mit so drei Spitzen oben, links und rechts. Ja, genau. Und einer großen Tür in der Mitte gefunden. Und zwei kleinen Fenstern. Starting okay. Insel Far West.
Far West. Okay. Ja, warte. Ich komme die Treppe nicht hoch. Warte, ich wurde gerade resettet. Kann man hüpfen? Ja, okay. Ich bin Westecke. Take two steps northbound. Nein, ich bin tot. Zwei Schritte nord war es nicht. Also, ich starte in der Westecke. Bin da. Northbound. Was heißt denn bound? Keine Ahnung. Das wird aber das Buch sein, weil das sind die Dinger, wie du beschrieben hast. Also, ich stelle mich mal nicht aufs erste Feld und dann sag jetzt mal, das ist die 1. Dann habe ich jetzt ja 1 und 2. Wie geht's denn weiter? Sag mal weiter. Two Steps North. Also sagen wir mal, ich habe die Two Step North fertig. Two Steps North habe ich geschafft. Das könnte sogar eher zu dir passen. Warte, nein. Du musst, before one starts in the east, take one step westward. Nein. Also, bevor ich hier Osten starte, also bevor ich auf das erste Ostfeld gehe und eins nach Westen gehe, das Feld tötet mich. Das ist also falsches Buch. Warte mal. Jedes Mal, wenn ich sterbe, ändern sich die Symbole. Sehe ich gerade. Wir haben jedes Mal ein anderes Buch. Alles klar. Jetzt nimm wieder das erste Buch. Das, was wir zuerst deklariert haben. Fuchs, Penis, Primelblume, Kronleuchter und Haus. Genau das Buch nochmal. Ah, ich habe hier sogar eine Kompassrose, sehe ich gerade. Ja, dann ist das Norden. Genau, dann habe ich hier Westen. Alles klar. Also, das war Starter im Westen. Was ich dir gerade gesagt habe, warte. Before you start, one starts in the east, take one step westward. Au, ich bin tot. Warte, ich kann mich nochmal umbringen. Vielleicht kriegt man das Buch einfach nochmal wieder. Wow. Okay, ich bring mich nochmal um. 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 Okay, wir machen ein anderes Buch. Pass auf. Jetzt haben wir. Das erste Symbol ist im Prinzip ein Fuchskopf mit einem geraden Strich unten dran und zwei Ärmchen. So wie du es zuerst beschrieben hast. Ja. So, das ist zweite Symbol. Nee. Was? Kein Bauch, nein. Ja, das zweite Symbol. Das zweite Symbol sieht so aus wie zwei ganz lange Beine. Ach ja, der Penis mit dem T drauf, ganz genau. So, dann ist als nächstes Symbol so ein Opa. Ist das ein Opa? Das ist so, oben ist ein Kreis mit einem Kreuz drin. Dann ist da so ein gerader Strich runter mit so einer Kringel dran, genau. Und da drüber liegt im Prinzip noch so ein, weiß ich nicht, so ein fast ein Viereck, nur an der einen Ecke ist ein bisschen. Ja, genau. Genau, und dann ist noch so ein eckiger Kronleuchter mit Bällen oben drauf und wieder ein Haus. Und ein Haus, ganz genau. Ja, dann habe ich das Buch. Gut, auf geht's. Starting in the Far West. Far West. Warte. Okay, ich stehe auf dem westlichen Eckenfeld. Take two steps northbound. Ich. Warte. Nee, das hat mich getötet. Nein, das war schon falsch. Das hat mich getötet. Zwei Schritte nach Norden haben mich getötet. Two steps north waren schon falsch. Die haben mich getötet. Nach dem einen Schritt konnte ich machen, der zweite Schritt war tot. Also, neues Buch. Nein, warte. Das ist das gleiche Buch. Das sind haargenau die gleichen Symbole. Also, ich starte West und mache jetzt 1, 2 Schritte nach Norden. Diesmal habe ich andersrum gestartet. Jetzt weiter. Also, two steps northbound habe ich. Twice. Was? Nochmal? Heat is twice. Was ist denn das erste Wort? H-E-A-D? Das heißt head. Head. Okay, weiter. Head. East twice. East twice. 1, 2. Zweimal nach Osten. Habe ich? Then after moving north two times, one can head for the door.
after taking one step towards to western wall. Okay, nochmal. Then after moving north two times. Also 1, 2 nach Norden habe ich. One can head for the door. Head for the door. Das kann head ich. For the door. After taking one step towards to western wall. Ein Step Richtung Westen. Also du kannst. Und dann kann ich zur Tür. Und dann kannst du durch. Ja. Ja! Bin durch. Nice. Ich habe hier eine Tür geöffnet. Geil, ich habe jetzt eine Kleidergarderobe. Kann ich mich jetzt verkleiden? Oh, das wäre schön. Dunkler Raum. What? Oh, sei mal kurz ruhig. Verkleiden, ich bin im Theater. Ruhe. Feature Show. Ladies and Gentlemen, welcome to the Feature Show oder sowas hat er gerade gesagt. Ja. So, okay. Der heißt Feature Show. Du kannst dich verkleiden, ich sitze im Publikum in der ersten Reihe. Ich will wissen, wie wir aussehen. Ich kann hier Schalter drehen. War das was gemacht gerade bei dir? Oh, warte mal. Ich kann hier hoch auf die Bühne. Hat das was gemacht bei dir? Was mache ich hier? Ja, ist ein rotes Licht angegangen. Ja, genau. Das mache ich mal wieder aus. Hier ist eine Klappe, die geht nicht auf. Bei mir ist auch eine Klappe, ja. Hier, mach die mal auf. Ja, geht nicht, die ist zu. Ich glaube, die geht erst auf, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben. Ich habe Angst. Hängt eine Menschenpuppe oder sowas im Raum in der Luft und die guckt mich an. Und es ist komische Musik. Ich will durch die Klappe zu dir. Mach mal irgendwas. Ja, ich habe hier ganz, ganz viele Schalter, aber ich weiß halt nicht, ja, du kannst ja nicht. Was die bewirken und was da passiert. Ich kann hier die Schalter alle drehen, aber was habe ich davon? So, jetzt habe ich ein paar gedreht. Jetzt drücke ich hier. Und was hat das jetzt verändert? Du musst mir ein bisschen Feedback geben. Verändert das irgendwas? Gerade hat sich nichts verändert, aber hier kannst du verschiedene Bühnenhintergründe erschaffen. Ja, genau. Und du musst. Ja, genau. Jetzt hast du rotes Licht. Ja. Was für Bienenhintergrund muss ich machen? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Da hängt immer noch diese Puppe im Raum. Die macht mir Angst. Hat das was verändert? Oh, ja. Die kommt näher. Hat es. Die kommt näher. Warte, wenn ich das jetzt so rumdrehe. Ich glaube, wenn die auf der Bühne ist, müssen wir das fertig haben. Ah ja, okay. Ich habe jetzt schon mal einen Schalter rausgefunden. Der bewegt diese Figur mit der Krone. Okay, ich habe jetzt so eine kleine Figur hier, die mit einer Krone, die kann ich hin und her bewegen. Was ist, wenn ich das hier drehe? Warte, ich habe hier einen Plattenspieler. Warte, mach's aber leise. Nee, da verändert sich nichts. There once walls in the castles filled with life. Okay, hier drüben sind auch noch 1, 2, 3. Das ist gruselig. Die Puppe hängt gruselig in der Luft. Okay, was macht das? Wir müssen dann noch mal. Ah! Ich will das auch noch mal gucken. Okay, okay. Oh, jetzt also, ist hier ein Tor da. Das ist. Ja, genau. Das ist ein Tor, das ist die Puppe. Warte, wenn ich jetzt das hier drehe, müsste bei dir gleich so eine Figur mit einer Krone draufkommen, ja, oder? Ja, genau. Jetzt ist da. Genau. So. Dann muss ich kurz gucken, was macht der Schalter? Oder sag du es mir? Was kommt als nächstes rein? Kommt die Puppe hat sich weiter bewegt. Kommt, warte, habe ich falsch rumgedreht? Jetzt kommt was, eine Prinzessin. Okay. So, und diese genau. Puppe da im Raum, du musst pinselt. Du musst mir weiter Feedback geben, was passiert? Ich drehe die Schalter. Ja, das ist gruselig, ich kann dir nicht Feedback geben, wenn diese Puppe mich die ganze Zeit anstarrt. Sie ist jetzt uns wieder Konzentration. Weg.
Der Prinz ist weg, der König. Der Prinz ist weg. Und jetzt ist das Tor wieder weg. Okay. Was macht das hier? Falsche Richtung. Jetzt ist ein Räuber da. Okay, was macht das hier? Jetzt ist ein Kasper da mit mit einem Mann und einer Frau. Ja, das sind die fünf Dinger, die ich machen kann. Und du musst mir jetzt irgendwie sagen, was am Ende rauskommen soll. Wie wir das gestalten sollen. Ich kann hier nur diese Figuren, diese fünf Dinger rein und rausschieben. Und du musst mir jetzt sagen, welche davon wir brauchen. Du hast doch gesagt, du hast eine Schallplatte. Steht da oder kannst du dir anhören, was die sagt? Ja, ja. There once walls in the castles filled with life. Also da war ein Castle. Kommt näher. Ich krieg hier Schöcke nebenbei. There once walls in the castles filled with life. Also mache ich jetzt das Castle rein? Sag mal, wenn das Castle da ist. Ja, das ist mittendrin. Der Räuber steht gerade in der Tür oder was auch immer ist. Und dann müssen wir die Figuren reinmachen. Das heißt, wir müssen König und Prinzessin noch reinmachen. Ja, jetzt sind alle Puppen da. Also sind alle drei drinnen. Die stehen nebeneinander. Oh, die Puppe kommt näher, die macht mir Angst. Wir müssen dann nochmal bei mir mit dem Schachbrett starten. Okay, aber alles, was nicht lebend ist, muss noch raus. Was ist denn noch drinne? Ein Stein oder irgendwie ein Schwert oder sowas? Also da ist ein Mann, der hält ein Schwert in der Hand. Jetzt machst du die Prinzessin weg. Ach so, die Prinzessin muss bleiben. Ja, okay. Du musst den Prinz noch ein bisschen herschieben. So rum? Jetzt machst du gerade gar nichts. Jetzt falsche Richtung. Falsche Richtung, andere Richtung. Genau, genau. Gut, jetzt. Weiter geht nicht. Der Turbo, was macht das jetzt? So. Ja, genau, der. Das ist, der muss weg. Die Puppe kommt näher. Der Bildschirm wird immer schwärzer. Bei mir ist gerade der Bildschirm schwärzer geworden. Ja, die Puppe ist jetzt gerade im Publikum. Das ist wie beim Schachbrett. Du musst diese Leute im Hintergrund noch entfernen, glaube ich. Meinst du? Ja. Nein, warte. Falsch. Der Prinz. Ja, ist das nicht einer der Leute, die entfernt werden sollen? Nein. Also Prinz drin lassen. Ja. Ach so. Nee, warte mal. Du hast gesagt, there once was a castle filled with life. Also machen wir doch mal Prinz und Prinzessin raus und lassen nur die Leute im Castle. Stimmt. Die Prinz und Prinzessin stehen ja außerhalb. Ja, tu die raus. Genau. Jetzt muss der Prinz raus. Wie rum? Geht das raus? Jetzt, genau. Jetzt hast du nur noch die Leute und das Tor drin. Okay, warte. Genau, der Prinz ist hier rechts. Ja. Warte, ich muss kurz gucken. Links ist... Genau, Prinzessin und Schwert. Okay. Und jetzt drücke ich mal hier den Knopf. There once was a castle filled with life. Ja! Das war richtig, jetzt hat er bei mir das gerade vorgelesen. There once was a castle filled with life. Und jetzt musst du die nächste Szene hören und mir wieder erklären, welche wir brauchen. Ja, wir sind zu langsam. Die Puppe ist direkt vor der Bühne. Mein Bildschirm ist total schwarz. Okay. Also weiter geht's. Jetzt brauchen wir den Elephant King fürs Wife. Du musst den Torbogen wieder reinmachen und jetzt den King und die Prinzessin. King ist da. Jetzt die Prinzessin. Genau, der Torbogen. Der kommt auch. Oh, perfekt, passt. Jetzt muss die Prinzessin rein. Jetzt go. And there lived a king with his wife. Ja! Genau, Szene 3. Das Puppe kommt, glaube ich, zu nah.